Hallo und herzlich willkommen zu 2020 is Wild hier bei Amazon Prime Video. Ich heiße Nicolette und ich bin nicht nur die Gastgeberin heute Abend, sondern freue mich auch noch tierisch, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, der Titel, der verrät es ja schon, 2020 ist ein ganz wildes Jahr gewesen. Wir haben nicht nur mit Corona gelebt, sondern sind immer noch mit dabei, genauso wie mit dem Lockdown. Und was das mit uns gemacht hat, das besprechen wir heute in einem super Gespräch von Frau zu Frau. Wie wir auf die Idee gekommen sind, bei Amazon Prime könnt ihr im Moment die Serie The Wild schauen. Da geht es nicht nur um 9 Mädels, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Und ihr werdet jetzt mit Sicherheit meinen, das ist so ein Abklatsch von Castaway oder Lost. Nein, sondern alle 9 Charaktere haben schon einiges im Leben erlebt, dass sie zu dem Menschen geworden sind, der sie nun mal eben sind. Die Geschichte der Ladies ist super interessant, genauso auch wie die Geschichte der Damen, mit denen ich mich heute unterhalte. Und jeder, der mal einen Blick in die Serie werfen möchte, kann bis zum 25.12. noch die erste Folge kostenlos dort schauen. Und jetzt weniger von mir, sondern einmal zu den Damen, mit denen ich mich heute unterhalten werde. Denn wir sind eine richtig schöne Runde und ich freue mich total. Wir fangen an mit der allerersten hier bei uns und das ist die Maria. Hi Maria. Hi Nicolette. Magst du dich mal ein bisschen vorstellen, damit die Zuschauer dich kennenlernen? Ja, ich bin Maria Clara Groppler. Ich bin eigentlich Stand-up-Comedian. Zurzeit kann ich leider nicht auftreten, deswegen mache ich jetzt mehr Comedy auf Social Media und habe jetzt auch mit TikTok angefangen. Yeah. Und ja. Ja, ich weiß absolut, was du meinst, wenn du sagst, dass es mit dem Auftreten im Moment nicht funktioniert. So geht es mir ja nicht anders. Maria, ich habe eine Quickfire-Frage für dich, die musst du ruckzuck beantworten. Okay. Lieber Süßes oder Salziges? Salziges. Okay. Und mit welcher der Figuren aus der Serie The Wilds kannst du dich am besten identifizieren? Ja, ist eine schwierige Frage, weil ich finde, die haben alle sehr starke individuelle Charakter. Und ich kann mich jetzt nicht komplett mit einer zu 100% identifizieren, aber ich kann mich so mit ihren Struggles identifizieren, vor allem bei der Lia, also bei der Lea, die macht halt gerade einen Heartbreak durch, die hat halt gerade eine Trennung und ich kann mich auf jeden Fall auch sehr an meine erste Trennung erinnern und die war auch ganz, ganz schmerzhaft für mich und das hat sehr lange gedauert, bis ich über diesen Typen hinweg war, deswegen kann ich sehr relaten mit der Lea. Du bietest auf jeden Fall genug Material, über das wir heute sprechen können. Lea, wie sieht es mit dir aus? Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Lea, ich bin 19 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover und bin jetzt, glaube ich, schon seit 3,5 Jahren auf Social Media aktiv und mache eigentlich das rundum Social Media, also Instagram, TikTok und ja, genau. Eine Quickfire-Frage an dich. Lieber die Berge oder das Meer? Das Meer, auf jeden Fall das Meer. Okay, und mit wem kannst du dich am besten identifizieren von The Wilds? Ja, wie gesagt, es ist halt schwer, weil die Charakter schon sehr individuell sind. Und ja, aber ich kann mich auch am besten, glaube ich, mit der Lea persönlich vergleichen. Also nicht vom Heartbreak-Moment, aber so, sie überdenkt so vieles und so bin ich auch. Und mit der Martha, weil sie so die stille, ruhige Person ist, mit der kann ich mich auch identifizieren. Ja, sehr schön. Kelly, was dürfen wir über dich erfahren? Ja. Also ich bin, seit ich 17 bin, auf YouTube unterwegs unter anderem und das habe ich so hauptsächlich gemacht die letzten Jahre und eigentlich kann man mir zusehen quasi in den letzten 10 Jahren, wie ich erwachsen geworden bin, was ja auch sehr gut zu The Wilds und dem ganzen Thema passt. Das stimmt, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Pink oder Miley Cyrus, wen hörst du lieber? Oh. Ich muss sagen, Miley Cyrus finde ich richtig geil. Auch zur Zeit, was sie alles mit diesen Songcovern macht. Und ich ziehe mir halt nur Videos von ihr irgendwie gerade auf YouTube rein. Die finde ich schon echt geil mit ihrem Fokuhila momentan. Ja, die macht ihr eigenes Ding. Das ist Wahnsinn. Ich mag auch Leute, die wirklich nichts darauf geben, was von außen kommt. Ich finde das großartig. Die Mädels von The Wilds, wer passt am besten zu dir? Ich würde sagen, ich bin so eine Mischung aus Nora, weil mir das gefällt, wie sie mit ihrer Schwester irgendwie interagiert und was da für ein Bond zwischen den beiden ist. Und Shelby. Also ich würde jetzt nicht sagen, das Religiöse, aber so ein bisschen, wie sie versucht, auch am Anfang vor allem alle irgendwie zusammenzuhalten und alle zu motivieren. Ich glaube, ich würde das schon auch so machen wie sie. Okay.
Ja, cool. Jodie, who are you? Hi. Ja, hi. Ich bin, wie gesagt, ich höre dich ein bisschen später, nicht wundern, wenn ich ein bisschen zu spät antworte. Vielleicht. Da hinschauen, weil ihr alle verteilt seid, nicht, dass sich der Zuschauer wundert. Ich bin auch wie Kelly schon seit einigen Jahren auf Social Media unterwegs, hauptsächlich auf YouTube, lange Zeit gewesen, inzwischen nicht mehr so super aktiv auf YouTube, aber dafür umso mehr auf Instagram und Co. Ja, das ist... Okay, und die Quickfire-Frage an dich, ist Coke oder Cola Light? Normale Coke. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es noch Leute gibt, die normalen Coke trinken, aber die schmeckt wahrscheinlich auch am besten. Und wen würdest du dir raussuchen? Ja, irgendwie. Ja, total. Wen würdest du dir raussuchen bei The Wild? Bei mir ist es irgendwie auch so wie bei den anderen, dass ich nicht eine Person habe, sondern ich kann mich in jedem irgendwie ein bisschen wiederfinden, was für mich auch diese Serie komplett ausmacht, dass sie so komplett relatable ist. In jeder Story findet man sich wenigstens so ein bisschen wieder, in jeder Folge, die jede eine Story behandelt. Das finde ich so sehr gut geschrieben auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Vielen Dank an euch. Ja, genauso wie ihr bin ich auch auf Social Media vertreten. Ich habe eben schon gesagt, ich heiße Nicolette. Ich bin 32 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, bin ich die Älteste in der Runde hier anscheinend? Und ich bin schon fast 33. Ich bin genauso wie die Maria auch Comedian, gehe damit auf Tour. Ich mache ganz viel Social Media. Ich bin Spiegel-Bestseller, Kochbuchautorin und habe eine TV-Show, wenn man mich sonst nicht irgendwo anders im Fernsehen sieht. Und jetzt seid ihr die Zuschauer gefragt, denn wir möchten euch auf jeden Fall in diese ganze Talkrunde mit involvieren. Schreibt uns eure Kommentare, schreibt uns, mit wem ihr euch aus der Serie am besten identifizieren könnt. Schreibt uns, was euch auf dem Herzen liegt und freue mich auf den heutigen Abend und was wir von euch zu lesen bekommen. Ich würde gerne anfangen, Mädels, mit unserem ersten Thema. Und die Themen, die wir heute behandeln, sind Sachen, die wirklich ziemlich deep sind, die also in die Tiefe gehen. Und wir fangen nämlich an mit den Erwartungen von außen. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns dazu erstmal einen Clip aus der Show anschauen. Ich bin gespannt. Das bringt uns doch zu der eigentlichen Frage, oder? Was ganz genau war an unserem Leben davor so unfassbar toll? Denn woran ich mich erinnere, ist Folgendes. Nämlich, dass ich nicht gut genug war. Ich erinnere mich daran, dass ich mehr sein wollte. Ich erinnere mich an düstere Launen. An gewalttätige Launen. Ist alles gut, Andrea? Launen, für die niemand Verständnis hatte. Was haben wir da gesehen? Mir ist ein Satz sehr ins Auge gestochen und ich glaube, das ist eine Aussage, die sehr, sehr viele, viele, viele Menschen in ihrem Kopf haben. Und zwar, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Jodie, kannst du dich damit identifizieren, mit dieser traurigen Aussage? Ja, ich habe tatsächlich so eine kleine Geschichte mit sowas, mit den Sachen, die ihr im Hintergrund seht, mit meiner Kunst. Ich habe lange Zeit mich nicht getraut, zu zeigen, was ich male, auch vor allem auf Social Media, weil ich gedacht habe, es ist nicht gut genug, um es zu präsentieren, es ist nicht originell genug. Und erst mit dem, dass ich dann angefangen habe, doch zu posten, habe ich gelernt, dass es voll okay ist und dass ich was zu zeigen habe. Aber das hat sich erst ausgestellt, als ich angefangen habe zu machen. Ja, Kelly, du bist ja genauso wie alle anderen in der Runde sehr aktiv in den sozialen Medien. Das heißt, viele Menschen kennen dich, viele Menschen bewundern dich. Viele Menschen, und das haben wir mit Sicherheit alle, möchten so sein wie du oder nehmen dich als Vorbild oder als Inspiration. Gibt es trotzdem noch bei jemandem wie dir, wo man eigentlich meint, von du bist ja der Kern der Inspiration, Momente, wo du dich noch mit anderen vergleichst? Auf jeden Fall, aber ich finde das gar nichts Schlechtes, weil indem man sich mit anderen vergleicht, lernt man ja auch von anderen. Ne? Man kann sich inspirieren lassen, man kann sich Vorbilder suchen, sich motivieren lassen. Wenn ich zum Beispiel besonders kreative Videos oder so sehe, bin ich selbst motiviert, Videos zu machen. Und das wird, glaube ich, nie aufhören, aber es gehört einfach dazu. Und ich finde, man kommt schon weiter damit. Ja, Maria, wie ist das bei dir? Wann kommen Zweifel oder kommen überhaupt manchmal Zweifel bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ich fand das jetzt gerade auch total interessant, was Kelly gesagt hat, weil dieses Vergleichen mit anderen ist bei mir
verbinde ich das eher mit was Negativem, also was, weil ich dann eher denke, boah, die sind viel besser, die haben viel mehr Erfolg, was mache ich falsch? Und ich habe das auch ganz krass, als ich denke, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich dann wirklich 10-mal überlege, ob ich jetzt ein Video von mir hochlade oder ob ich das jetzt auf der Bühne erzählen kann, ob ich überhaupt ja, gut genug bin, um in diesem Business überhaupt ja, Fuß zu fassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem von vielen Künstlern, von Personen in der Öffentlichkeit, die eben auch so ein Issue haben damit und probieren. Also ich weiß, dass ich viel kompensiere durch Komplimente von außen, mit Likes, und ich probiere, nutze diese Zeit jetzt auch in der Corona-Zeit, sich ein bisschen davon frei zu machen, also nicht sein Selbstwert über diese Likes und Komplimente zu bestimmen, sondern zu versuchen, das mehr aus sich selbst rauszuholen. Ja. Lea, stell dir mal vor, du erzählst was in deiner Insta-Story, beispielsweise deine eigene Meinung oder dein Gefühl zu irgendeiner Situation, oder du hinterfragst vielleicht eine Sache. Wir leben ja auch im Moment in einer Zeit, ich weiß nicht, ob ihr mir alle zustimmt, die sehr, sehr kritisch ist und wo es sehr dünn manchmal das Eis ist, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Manchmal ist es ja auch so, wenn wir das Thema, was wir gerade gesellschaftlich haben, egal wie du es anfasst, du kannst es ja nur verkehrt anfassen. Lea, wie ist das, wenn du deine Meinung äußerst und 1000 Menschen schreiben dir, dass sie das ganz toll finden und unterstützen, aber 2 Leute, also wirklich der Furz auf dem heißen Stein, schreibt dir, dass er das ganz furchtbar findet und unangebracht, was du da gesagt hast. Wem schenkst du mehr Aufmerksamkeit? Den 1000, die das befürworten, oder den 2, die das wirklich niedermachen? Auf jeden Fall den, die das befürworten, weil es war... Und jetzt ist man nicht auf die Leute achten, ansonsten sich auf das Positive fokussieren. Es wird immer die Menschen geben, du kannst es nie allen gleichzeitig allen recht machen. Und man sollte sich dann lieber auf das Positive fokussieren, die befürworten, die mich unterstützen, anstatt auf die negativen Sachen zu schauen, was andere nicht leiden können oder nicht an dir kritisieren zu mögen. Mhm. Genau. Jodie, wie hart ist es, zu lernen, dass man es nicht jedem recht machen kann? Hart würde ich es nicht unbedingt. Bitte? Ist das ein Prozess, das zu lernen? Ja, definitiv ist es ein Prozess. Also ich würde nicht sagen, es kann schon sehr hart sein. Es kommt darauf an, wie man mit solcher Kritik umgeht und was für Kommentare man bekommt. Ich mache es eher so, dass ich sortiere zwischen Kritik und einfach nur Hate. Wenn Leute negative Kommentare schreiben, die mir aber trotzdem auch was bringen, die mich weiterbringen, weil sie irgendwas kritisieren, was ich wirklich vielleicht falsch mache oder ja, was ich halt korrigieren könnte, dann nehme ich das sehr gerne an. Dann bin ich auch sehr dankbar dafür, vielleicht noch eher als über den 500. Kommentar, dass ich gut aussehe oder weiß ich nicht was, dann bringt mir diese Kritik in dem Sinne mehr. Man muss halt differenzieren zwischen Hate und Kritik, und man muss auch sehen, dass Leute, die wirklich haten, nicht ein wirkliches Problem mit dir haben, sondern eher mit sich selbst. Das ist halt das größte Learning. Ja. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt gleich mal in die erste Voicemail rein, die wir zugeschickt bekommen haben. Aber vorweg möchte ich an die Zuschauer nochmal appellieren. Schreibt uns sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was bedeutet es für euch von außen, den Druck standzuhalten oder den Erwartungen? Und wir hören uns jetzt mal die Voicemail an und dann quatschen wir mal darüber, über das, was gesagt wurde. Seit der Corona-Krise fühle ich mich häufiger einsam und ich lese immer wieder Posts und Artikel auf Social Media, wo es erklärt wird, wie man diese Zeit alleine wirklich ausnutzen kann, um sich selber besser kennenzulernen. Meine Frage ist also, wie kann ich meine Einsamkeit tatsächlich in etwas Positives umwandeln? Mhm. Kelly, wie kann man die Einsamkeit, an der mit Sicherheit sehr viele Menschen im Moment leiden? Also ich kann mich auch gar nicht davon freisprechen, dass ich mich nicht manchmal auch ein bisschen alleine fühle. Wie beschäftigst du dich? Also ich glaube, ganz gut ist es immer, wenn man einen Weg findet, sich irgendwie selbst zu
finden oder kennenzulernen. Und das kann man, finde ich, also persönlich habe ich jetzt in den letzten Wochen herausgefunden, gut, indem man sich einfach doof gesagt Hobbys sucht. Aber zum Beispiel, ich habe angefangen so richtig viel zu malen. Ich habe mir so Farben gekauft und setze mich hin, höre Musik, mal was. Und das sind ja so Aktivitäten, bei denen man viel nachdenken kann. Irgendwie ist der Kopf entspannt und so. Und ich glaube, man lernt viel über sich selbst und ich denke, man fühlt sich nicht alleine, wenn man einfach zufrieden mit sich selbst ist und sich kennt und weiß, was man mag und liebt und dann hilft das einem, glaube ich, schon, dieses Alleinheitsgefühl ein bisschen loszuwerden, weil man ist in dem Sinne ja nicht mehr abhängig von irgendwem, der einen glücklich macht oder so. Absolut, absolut. Aber ich glaube, neben dem gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Schaden, den die Welt von sich trägt, ist, glaube ich, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder einfach mal in sich reinzuhorchen, wahrscheinlich eines der größten Challenges, die die Leute haben. Jodie, was hast du mit der Zeit gemacht? Was ist los da bei Picasso? Ich habe genau das eigentlich gemacht. Ich habe mich selbst gehört. Ich habe versucht herauszufinden, wer ich bin, was ich mag, wie Kelly gesagt hat. Ich habe aber auch darauf gehört, wenn es mir schlecht ging, habe ich versucht zu verstehen, warum es mir schlecht geht, was jetzt die Situation ist, was mich belastet, was ich daran vielleicht auch ändern kann. Ich habe versucht, mich anzupassen an die Situation, soziale Kontakte dann zum Beispiel so zu pflegen, dass ich nicht mich ganz einsam fühle, aber trotzdem respektvoll damit umgehe. Solche Sachen. Lea, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich habe die Zeit auch genutzt, um einfach mal ein bisschen anders kreativ zu werden. Ich stecke meine Kreativität gerne in Bilder und lebe mich so damit kreativ aus und versuche immer meine Kreativität auf Bildern wieder zu spiegeln. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man auch mal so, wo man nicht verreisen konnte, hat man auch erstmal gemerkt, wie schön es eigentlich hier ist, wo man wohnt. Also ich habe in meiner Gegend so viele Orte noch entdeckt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, wo ich so dachte, okay, wow, dass ich so schöne Umgebungen hier in meiner Nähe habe, wusste ich eigentlich gar nicht. Wo wohnst du? Genau. Ich wohne auf dem Kuhdorf in der Nähe von Hannover. Ja. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt mal in den ersten der zwei Kommentare rein, die uns zugesandt wurden. Also aufgepasst, alle mitlesen, bitte. Okay. Ja, hier, das wird jetzt gleich eine ganz spannende Runde. Ich halte mich erstmal zurück. Ja, also ich finde es schon irgendwie wichtig, dass der Mann beim ersten Date zahlt. Keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach, ich hatte das halt in Erfahrung, dass er dann gesagt hat, komm, wir machen Hälfte, Hälfte oder keine Ahnung, kein Anzeichen gemacht, das ist einfach voll der Upturn. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht dafür selber bezahlen könnte. So, ich habe genug Geld, so, kein Problem. Und dann die nächsten Dates, meinetwegen bezahle ich auch. Aber irgendwas ist da in meinem Kopf, das sagt, nee, der sollte das einfach bezahlen. Ich glaube, es ist vielleicht auch irgendwie irgendwas Evolutionäres, dass wir Frauen irgendwie das Gefühl haben müssen, der kann versorgen, was natürlich sehr veraltet ist, weil wir können ja für uns selber sorgen. Aber ich glaube, es ist irgendwas, ich glaube, es geht vielen Frauen so, dass es einfach so höflich auch ist, keine Ahnung. Okay. Aber ich bin Feministin. Okay. Viele wissen es ja nicht, ich bin ja Absolventin der School of Affluence, das heißt, ich bin ganz fit, was Ladies und was Gentlemen tun sollen. Ich äußere mich da gleich zu. Kelly, ich würde es gerne einmal von dir wissen. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, ich sehe das genauso, aber ich habe das Gefühl, ich habe auch immer so eine Erwartung von so einem 90er-Jahre Comedy-Romance-Film und da passiert sowas halt immer und das ist so irgendwie meine Vorstellung von Dates und so. Deswegen glaube ich, ist es bei mir die Vorstellung auch so, dass es einfach, weiß ich nicht, so ein bisschen Höflichkeitsding, aber ich glaube, da muss man halt gucken, wie man sich auch versteht und wie man es kommuniziert und so, aber um es plain zu sagen, ich fände es auch besser. Ja, Jodie? Ich bin da ganz anderer Meinung, also so, ich finde das überhaupt nicht wichtig. Ich finde das
ist absolute Sache von, wer sitzt da vor mir. So, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass es ein Mensch ist, der sehr wenig Geld verdient, so, dann will ich jetzt nicht ihm noch da das Geld aus der Tasche ziehen dafür, dass er mir mein Essen bezahlt. So, das finde ich überhaupt, also nur wegen irgendwelchen Regeln oder so. Wenn die Person das gerne macht und mir das geben will aus Herzen, weil er mir was Gutes tun möchte oder sie oder wer auch immer, mit dem ich gerade unterwegs bin, dann nehme ich das gerne an. Aber genauso gerne gebe ich auch. Also ich finde es viel schöner, selber zu bezahlen für jemanden, weil ich liebe es, jemandem eine Freude zu machen mit meinem Geld. Lieber, als dass ich es annehme. Okay. Das fällt mir ein bisschen schwer. Lea, was sagst du dazu? Zu dem Bezahlen? Ich sehe das so ein bisschen wie Kelly und Maria, dass ich das auch so sehe. Also ich kann das selbst bezahlen, klar, aber es ist irgendwie trotzdem eine süße Geste, ist, wenn der Mann das Essen bezahlt. Mhm. So. Also ich sehe das genauso wie Kelly und Maria. Ja, ja. Schön. Also ich finde es auch ganz spannend. Ich hätte ehrlich gesagt damit nicht gerechnet, dass drei die Meinung so teilen, wie ich das tue. Und ich habe mich mit dem Thema auch recht lange beschäftigt. Und ich kann das, was du, Jodie, gesagt hast, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass ganz oft, und ich möchte jetzt keine Meinung ankritisieren, weder noch die dafür spricht oder die dagegen spricht, in der Etikette, in der Eleganz würde man tatsächlich sagen, dass der Mann die Rechnung übernimmt. Es gibt tatsächlich sogar Regeln, wo der Mann bezahlt, dass er das nicht am Tisch tut, sondern er tut es entfernt vom Tisch beim Kellner. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das auch eine Meinung, die ich zum Beispiel persönlich entwickelt habe über die Jahre hinweg. Aber das ist auch Geschmackssache. Also hier wird niemandem die Wurst vom Brot genommen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt mal ins zweite Kommentar, was da gefragt wird. Also auch wieder alle bitte mitlesen. Alright, haben wir gelesen. Jodie. Schlimme Phasen im Leben. Also wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, ist es für mich ganz wichtig zu verstehen, woher Negativität kommt, mich damit so weit nach hinten auseinanderzusetzen, wie es geht, immer weiter tiefgründiger in meine Gefühle reinzuhören und dann kontern mit zum Beispiel Musik, einem guten Buch, was zu malen, den Kopf freikriegen, mit Freunden treffen, spazieren gehen, quatschen einfach, die Mutter anrufen, wenn es ganz schlimm ist. Solche Sachen. Maria, darf ich dich fragen, was das Schlimmste ist, was du mitmachen musstest in deinem Leben? Ja, also mein Vater ist halt gestorben, als ich 5 war. Das ist schon so das Schlimmste, aber ich war jetzt auch nicht so traurig darüber, also weil ich glaube, mit 5 Jahren kann man das noch nicht so richtig realisieren. So jetzt fange ich langsam so ein bisschen an, da so tiefer zu graben und dann kommen natürlich auch mal so ein paar Emotionen hoch. Aber so, wo ich mich, was jetzt so richtig schlimm war, ich kann von Glück sagen, dass ich jetzt noch nicht so richtig schlimme, traumatische Sachen habe, wo ich jetzt sage, ich bin da jetzt in eine tiefe Depression gefallen, aber so der erste Heartbreak, ich glaube, das kann auch jede von euch Mädels sagen, das ist einfach der Schlimmste. Also da, ich war 14, glaube ich, und ich dachte, mein Leben ist zu Ende. Also es war richtig, richtig schrecklich. Aber danach, die anderen Heartbreaks waren immer nicht so schlimm. Also seit ich 14 bin, war dann eigentlich alles, mein Leben ziemlich geradlinig. Also klar, man ist mal traurig, aber ich komme da relativ gut und schnell wieder raus, also mit Ablenkung und Leben geht weiter und ist ja gar nicht so schlimm. Die Welt dreht sich weiter, das vergessen wir nämlich ganz oft. Lea, gab es bei dir mal den Moment, wo du gedacht hast, es gibt keinen Morgen mehr und es ist jetzt nur noch heute und heute ist alles doof und heute ist alles traurig? Also ich glaube, jeder kennt diese Down- und Abfahren in seinem Leben. Das Leben ist halt wieder Achterbahnfahren. Aber ich hatte jetzt noch nie irgendwie so den tiefgründigen Moment, dass ich jetzt denke, okay, nee, jetzt am nächsten Morgen, da kann ich nicht mehr aufstehen oder so. Das hatte ich zum Glück noch nie, dass ich so ein Gefühl hatte, dass ich so irgendwie nicht weiterleben kann. Kelly. Aber wenn es mir mal nicht gut geht oder so, verarbeite ich das am meisten, liebsten mit Musik. Verstärkt die Musik deine Emotionen, egal ob du glücklich oder traurig bist? Ja, also es gibt, ich höre dann einfach, keine Ahnung, ich könnte dann stundenlang Musik hören, auch immer dieselbe Playlist, aber irgendwie, das ist irgendwie dann so befreiend, dann fokussiere ich mich nur auf mich und dann nebenbei, ich zeichne auch gerne oder ich gehe an die frische Luft und das ist dann eigentlich mal ganz cool. Ja, ja. Kelly, wenn du dich entscheiden müsstest, ganz überspitzt und primitiv gesagt, ob du ein Glückspilz bist oder die Pechmarie, auf welche Seite würdest du dich stellen?
extremer Glückspilz. Wirklich. Schön. Also ich kann wirklich teilweise gar nicht fassen, wie leicht mir Dinge fallen, die anderen super schwer erscheinen und so. Und ich finde, ich habe einfach irgendwie so von Natur aus ein bisschen so ein Mindset, so ach, das wird schon und oder weiß ich nicht, ob das Erziehung ist oder woher das kommt. Und es wirkt wirklich so, als ob mir sehr viel einfach zufliegen würde, beziehungsweise es wirkt es so in meiner Wahrnehmung einfach. Und das ist ja alles, was zählt. Deswegen bin ich da sehr dankbar. Das ist ein ganz gutes Stichwort, was du gegeben hast. Das hat ja auch immer was mit Entwicklung zu tun. Und deswegen würde ich gerne zum nächsten Thema übergreifen. Und dazu schauen wir uns auch wieder einen Clip an, der sehr, sehr spannend ist. Ich fühle mich wie eine völlig neue Frau. Ich frage mich, ob ich das irgendwann mal auch meine, wenn ich sage, du weißt, was ich meine. Ich will, dass mich etwas verändert. Ich hätte lieber irgendwas Gutes. Wie Liebe. Ja, sie hat gesagt, sie fühlt sich manchmal wie eine völlig neue Frau und sie möchte wissen, was das bedeutet oder wie sich das anfühlt. Kelly, was ist Frau sein? Frau sein? Ja. Habe ich auf einer Insta-Story noch gemacht. Ist nicht schlimm. Also, für Prime aber auch, muss man dazu sagen. Also, Frau sein, ich weiß gar nicht, wie ich das für mich definieren würde. Ich glaube, das hat natürlich auch für jeden anders, ne? Mhm. So Frau sein und Mann selbst sein, irgendwie, ich weiß nicht, ob das ineinander übergeht. Obwohl ich mich schon sehr stark, sag ich mal, weiblich oder feminin fühle. Mhm. Ich glaube aber, das bedeutet für jeden einfach was anderes, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ja, das das ist eine ziemlich harte Frage, das ist eine krasse Frage, die ich dir gestellt habe, die wurde mir auch mal gestellt und ich habe auch versucht, eine relativ komplexe Antwort zu geben und habe viele Wochen, wenn nicht sogar Monate hinterher darüber nachgedacht, was bedeutet eigentlich Frau sein für mich? Lea, du bist die Jüngste hier in der Runde und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich von einem Mädchen spreche, dann sind viele immer auf die Barrikaden gestiegen und haben gesagt, ich bin kein Mädchen mehr, ich bin eine Frau. Und danach habe ich gesagt, ich finde es so schade, weil ich glaube, das größte Privileg oder eines der schönsten Tatsachen im Leben einer Frau ist es, wenn sie mal ein Mädchen sein durfte. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Ja, ich verstehe, was du damit sagen möchtest, ja. Fühlst du dich wie ein Mädchen oder fühlst du dich wie eine Frau? Wonach fühlt sich das an? Keine Ahnung, ich bin gleich momentan in so einem Zwischenalter, wo ich mich irgendwie noch zu Mädchen erzähle, aber auch irgendwie zu Frau. Also ich bin so ein Zwischending, ich weiß nicht, wie ich das definieren soll, aber ich finde es komisch, wenn Leute zu mir sagen, ja, du bist ja eine junge Frau, aber gleichzeitig sehe ich mich auch noch als das kleine Mädchen, weil ich auch sehr jung noch aussehe und da habe ich auch sehr viele, die sehr viel jünger schätzen, als ich eigentlich bin. Deswegen fühle ich mich noch mehr als schon auch als Frau so angesehen, also beides. Ja, ich habe mal in einem Interview gesagt, die Frau, die ich gerne im Leben wäre, das schaffe ich sowieso nicht mehr zu werden, also kann ich auch ruhig aus der Rolle fallen und mich wie die Sau benehmen. Judy, bist du oder wirst du noch die Frau, die du in deinem Kopf gerne wärst oder ist das ein Projekt für die Ewigkeit? Oha, ich glaube, das ist was. Oh, gerade bei mir ist es ein ganz anderes Thema, weil ich so, ich bin nicht so weiblich gewesen mein ganzes Leben lang. So, ich habe nie so diesen Mädchenrollen entsprochen. Ich war nicht so das Mädchen, das so Kleider getragen hat, so Prinzessinnen gemocht hat. So, das war nicht so ich. Ich habe immer schon mein eigenes Ding gemacht, auch nicht so jungsmäßig, so, sondern einfach so mein eigenes Ding, so eine Mischung aus allem. Ja. Und ich glaube, da werde ich auch mein Leben lang nicht mehr rauskommen. Also ich werde für immer mein eigenes Ding sein irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, Maria, wie siehst du das? Ist es wichtig, wenn man eine Frau ist, dass man so ein Mädchen ist? Also mit Tingeltangel und Kleidchen und Glitzer und sowas? Oder wie definierst du das für dich? Absolut nicht. Also ich finde, man kann auch eine Frau sein, während man Jogginghose trägt und ungeduscht und unrasiert im Bett liegt, im Schlafanzug. Also es ist, ich finde, das ist ja, hat jetzt nichts damit zu tun, ob man eine Frau ist oder keine Frau ist. Und ich wollte noch mal auf Leas Antwort eingehen, weil ich finde auch, also ich bin ja 21, ich bin ja auch noch ziemlich jung
und diesen Job, den wir gewählt haben, das ist halt auch ein krasses Business. Und ich glaube, dass man dadurch sehr schnell zur Frau wird. Also, dass man eben schneller erwachsen werden muss, weil auch, ja, dass dir gewissermaßen auch dein Management, deine Umgebung, deine Follower und wenn du dich auch vergleichst, also alle fordern das irgendwie so von dir, dass du eben auch schon so schlau bist und schon so weit entwickelt bist wie die, die in deinem Umfeld sind, die vielleicht auch älter sind als du, und in gewisser Weise musst du dann halt auch erwachsen werden. Ja, ja. Gebt ihr mir recht damit, dass man bekommt ja automatisch den Sticker auf die Stirn geklebt, dass weil man jetzt in der Öffentlichkeit steht und weil man eine Reichweite hat, dass man ein Vorbild ist. Und dass viele Menschen fälschlicherweise Vorbild sein mit perfekt sein vergleichen. Und ich sage zum Beispiel immer, dass ich sehr gerne ein Vorbild bin, aber nach meinem Gewissen und Ermessen. Und die Leute verstehen das ganz oft nicht, sobald du dir einen Fehler erlaubst, sobald du irgendwas tust, was vielleicht nicht der Gemeinschaft gefallen könnte, würdest du dein Etikett des Vorbildes abgeben. Kelly, was sagst du dazu? Ja, das ist schwierig, ne? Wie du es schon sagtest, ich glaube, da hat jeder ein anderes Verständnis davon. Und meistens kann man ja auch wirklich, weiß man ja vorher nicht, dass man einen Fehler macht, ne? Bevor man ihn dann begangen hat und Leute einen darauf aufmerksam machen und sagen so, ey, das war nicht in Ordnung, was du gesagt oder getan hast oder wie du was getan hast. Ist halt schwierig. Aber wie war deine Frage nochmal? Deine Endfrage? Wie du das siehst, wenn Leute dir sagen, dass du ein Vorbild bist und du deswegen oder viele deswegen glauben, dass du dir deswegen, dass du perfekt sein müsstest und dürftest nichts machen, was der Gemeinschaft nicht gefällt. Also, ich finde das ein bisschen Schwachsinn, ne? Weil ich glaube, ein Vorbild kann man nicht sein, wenn man einen Fehler macht, sondern ein Vorbild, dass man Vorbild ist, zeigt man, glaube ich, erstmal in dem, wie man mit dem Fehler umgeht und mit der Kritik und ob man einsichtig ist, ob man nicht einsichtig ist. Und ich glaube, da fängt das Vorbildsein an und nicht beim Fehler selbst. Ja, ich glaube auch, dass Erwachsensein allgemein, und das ist aber auch nur übers Knie gebrochen, in vielerlei Hinsicht bedeutet, dass ich in der Theorie für Dinge, die ich mache und die ich bin, in Verantwortung übernehmen kann. Ich würde sagen, wir hören mal eine Voicemail. Wieder eine ganz interessante. Und nochmal an die Community, ihr dürft sehr gerne uns auch euer Feedback in die Kommentare schreiben, was es für euch bedeutet, erwachsen werden oder Frau zu werden. Und jetzt hören wir einmal in die Sprachnachricht rein. Meine Freundinnen sagen, dass sie meinen Körper schön finden, obwohl ich nicht dünn bin. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wie kann ich das ändern? Okay, also da geht es um jemanden, der wohl ein Kompliment bekommt des Öfteren, aber hat selber gar nicht das Gefühl, Lea. Hast du das auch schon mal gehabt? Also ich kenne das, dass man anderen ein Kompliment macht und die das abstreiten. Das ist oft fällt es schwer. Also ich habe mal so einen Workshop mitgemacht, da sollten wir uns durchgehen, gegeneinander eine Minute lang Komplimente geben. Und den Leuten fällt es erstaunlich schwer, Komplimente anzunehmen und sie selber an sich wahrzunehmen, was ich total... Also ich fand das auch selber komisch, weil ich habe selbst mitgemacht bei diesem Projekt und es ist einfach total komisch, so von jemandem Kompliment zu bekommen und anzunehmen, obwohl es was völlig Gewöhnliches ist und man sollte sich einfach darauf einlassen, aber ich verstehe das, was sie damit meint, dass sie das selbst nicht so sieht. Genau. Jodie, wie ist das bei dir mit Komplimenten, wenn dir jemand was Schönes sagt oder was Schönes schreibt? Ich habe gelernt, das anzunehmen. Ja. Aber einfach dadurch, dass ich selbst mich mehr respektiere, selbst meinen eigenen Wert mehr kenne. Also das ist wieder eine ganz große Frage von Selbstliebe einfach. Hat dir dein Job in der Öffentlichkeit dazu geholfen, dich mehr zu mögen? Ja, ich denke schon. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht. Das ist so ein zweischneidiges Gleis. So, auf der einen Seite kriegst du halt sehr viel Kritik und wenn man damit nicht gut umgehen kann, wenn man das nicht richtig auffasst, dann kann einen das sehr zerstören und sehr viel in Selbstzweifel schmeißen. Wenn man aber selbst gefestigt ist und weiß, wer man ist und hinter dem steht, was man tut, dann kann einen das eigentlich nicht schocken. Ja, ich sage immer, heiraten, Universität und Social Media ist nicht für jeden gemacht.
Und ich glaube, ja, ich glaube definitiv, das ist wirklich nichts für jeden. Maria, jetzt gehst du auf die Bühne. Ja. Wolltest du schon mal sagen, oder? Also, ja, ich dachte, ich soll die Frage beantworten und dann kam noch was. Nein, ich werde jetzt neu in mein Herz. Okay. Du gehst auf die Bühne und ein Comedy-Programm durch, ja, und ein jemand, der Comedy macht, finde ich, der muss ja auf jeden Fall eine Haltung zu einer bestimmten Sache haben. Comedy bedeutet nicht nur Zynismus und sarkastisch sein, sondern auch eine bestimmte Position und Haltung einzunehmen, weil ansonsten geht dein Konzept nicht auf. Ja. Jetzt hast du Menschen im Publikum, nicht, wir kennen es sehr gut, alle beide, schätze ich, die nicht lachen und nicht klatschen, sondern starren dich aus der ersten Reihe die ganze Zeit an und dann kommt dein Joke, der immer alles rettet und sie glotzen sich immer noch an, als wenn sie nichts gehört hätten. Wie gut ist das für deine Seele? Ja, nicht so gut. Es kommt halt auch darauf an, ne, ob das jetzt eine Person ist, die in der Reihe sitzt oder ob das die komplette erste Reihe ist oder ob das das komplette Publikum ist. Weil wenn es jetzt nur eine Person ist in der ersten Reihe, der dann vielleicht gar nicht da sein wollte, der ist gar nicht meinetwegen da. Wurde vielleicht mitgeschleppt oder so. Ja. Das kann ich dann ignorieren und dann schaue ich den oder die auch gar nicht mehr an, sondern dann konzentriere ich mich auf die Leute, die vielleicht die Spaß haben. Aber klar, es ist jetzt nicht so schön. Aber noch schlimmer ist es, wenn das ganze Publikum nicht mitmacht. Hä? Fällt dir das leicht? Also mir fallen immer leere Plätze sehr schnell auf und Leuchte, die griesgrämig sind. Da können 6.000 Leute in so einer Halle sein. Der eine griesgram, egal wie dunkel der Saal ist, den sehe ich die ganze Zeit. Der mit der langen Schnauze. Ja, manchmal starre ich dann auch einfach in die Luft oder übers Publikum rüber oder so. Also es geht auch. Ja. I got you. Wir lesen uns jetzt mal einen Kommentar durch, eine Nachricht, die blenden wir ein. Alle mitlesen, bitte. Okay, schwieriges Thema, wie ich finde, schwieriges Thema. Ich finde es aus dem Grund schwierig, ich sage euch das mal, weil diese Sache mit Self-Love steht einfach an jeder Ecke. Jeder spricht davon, jeder predigt es, jeder weiß es am besten. Und ich habe manchmal das Gefühl, je mehr man davon redet, wie wichtig Self-Love ist und wie sehr die Leute auch daran appellieren, dass sie sich selber lieben, desto mehr sind wahrscheinlich auch viele Menschen unter Druck gesetzt, die einfach Schwierigkeiten damit haben. Kelly, was sagst du dazu? Ja, finde ich auch. Ich bin da voll deiner Meinung. Es ist halt so ein bisschen, man sieht überall in Social Media, ja, liebe dich selbst und das ist das Beste, was du tun kannst. Aber keiner sagt einem irgendwie so genau, wie man das schafft oder nur so Pseudotipps oder irgendwelche, kennt ihr diese pastellfarbenen Bilder, wo dann eine Schrift, so eine Schnörkelschrift drüber ist. So, ich weiß nicht, vielleicht motiviert das ein paar Leute, aber für mich ist es so ein bisschen so, ja, okay, dann stehe ich morgen auf und liebe mich selbst. Aber ich bin natürlich auch eine von diesen Leuten, die den Tipp für euch da draußen hat. Wie gut oder schlecht er ist, kann jeder selbst entscheiden. Aber für mich hat es immer geholfen, mir wirklich was zu suchen und an was zu arbeiten, ob es jetzt ein Instrument spielen ist oder als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen und sich versuchen, in dem Bereich immer weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn man bei einem Hobby oder bei einer Beschäftigung oder Sport oder sowas dann Erfolge feststellt, glaube ich, boostet das auch unglaublich so das eigene Ego. Mhm. Und dann fühlt man sich sehr viel selbstsicherer. Man kann dann rausgehen und sagen, ich kann das und das oder ich bin dabei, das zu lernen. Und ich glaube, das ist einer von den vielen Wegen, etwas Self-Love zu gewinnen. Ja. Sehr schön. Ich finde es richtig schön und ich gebe dir recht. Lea, wann gibt es bei dir Momente, wo es dir schwerfällt, dich selbst zu leben, eine gute Beziehung zu dir zu pflegen? Oh, das ist eine schwere Frage. Also vor 2 Jahren fand ich das immer noch schwieriger, also so mich selbst zu vielleicht mehr zu lieben, weil man vor 2 Jahren kam ich mit Hate-Kommentaren, wenn mir jemand ein böses Kommentar geschrieben hat, weniger klar als heute. Heutzutage akzeptiere ich die Makel und Fehler an mir selbst und versuche daran zu arbeiten, daran festzuhalten und eher die Leute mit meinen Fehlern und Makeln zu provozieren. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Hate-Welle, weil meine englische Aussprache ist nicht wirklich so die beste. Ja. Und
darauf habe ich sehr viel Hate kassiert und ich kann das einfach nicht und das ist dann einfach so. Und es ist, darüber habe ich mich früher vielleicht ziemlich geärgert, dass ich es einfach nicht besser kann, aber ich kann daran arbeiten und ich mag es auch, die Leute mit meinen Fehlern zu konfrontieren und genau, deswegen. Ja. Und das gibt mir irgendwie mehr Selbststärke und verstärkt mein Selbstwertgefühl, mich mehr selbst zu akzeptieren und zu lieben. Ja, Jodie, wenn du mir in einer Minute einen Tipp geben könntest, wie ich danach eine unfassbar gute Beziehung zu mir führen kann, was würdest du mir in 60 Sekunden raten? Ich weiß, das ist eine unmögliche Frage. Wenn ich das könnte, dann wäre ich schon reich mit irgendwelchen Selbsthilfebüchern, meine Liebe. Ja. Ich glaube, also bei mir ist das Ding, ich bin da reingekommen, mich selbst zu lieben, weil ich am tiefsten Tief war in meinem Leben und gewusst habe, jetzt geht's nicht weiter. Ich musste was ändern. Das war eine Situation, die konnte ich nicht selbst beeinflussen, die habe ich nicht selbst heraufbeschworen, die ist einfach passiert. Die hat mich so tief runtergezogen, dass ich daraus wie so eine Rocket wieder hochgeschossen bin. Ja. Aber das ist natürlich nicht der Tipp, den ich Leuten geben möchte. Also bitte sucht nicht irgendwelche Dinge, die euch so runterziehen, dass ihr euch wieder selbst rausholen müsst. Aber wenn du die Zeit zurückdrehen könntest zu diesem Punkt, wo es dir so schlecht ging, was würdest du dir selber für einen Ratschlag geben, dir selber, die in dieser Misere gesteckt hat? Einen Ratschlag. Wenn ich darf, gebe ich dir ein Beispiel. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wo mein Problem war, zu einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging. Mhm. Und hätte ich mir selber, egal wie jung ich war, einen Rat geben können, würde ich sagen, Nicolette, beruhig dich zum allerersten. Und zum zweiten, die Welt dreht sich wirklich fucking weiter. Es dreht sich weiter, es normalisiert sich, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und den meisten Stress habe ich mir immer selber im Kopf gemacht. Siehst du das ähnlich? Ja. Ja, einer der besten Sätze, den ich seitdem oder in diesem Moment gehört habe, ist, es ist nur ein Moment. Alles geht vorbei. Mhm. So jede schlechte Phase geht vorbei. Alles, auch wenn es länger dauert, kürzer dauert, alles ist nur ein Moment. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Spruch für mich gewesen. Ich unterschreibe dir das. Wenn ich richtig verstanden habe, haben wir noch einen Kommentar. Bin ich da korrekt? Ja. Alle mitlesen? Okay. Maria, wann musstest du erwachsen sein? Du hast eben von dem Business gesprochen, in dem wir alle sind, in dem all eyes on us sind. Wo ist der Moment, wo du das Mädchen hinter dir lassen musst und Verantwortung übernehmen musst? Ja, es gab jetzt für mich nicht diesen einen Moment, wo ich jetzt gesagt habe, oh, jetzt bin ich erwachsen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt krass erwachsen bin. Also was ist auch, so wie Frau sein, was ist erwachsen sein? Also das finde ich jetzt auch schwer zu sagen, dass ich jetzt komplett erwachsen bin. Aber klar, wenn ich hier auf der Bühne stehe oder wenn ich bei einer Fernsehshow bin oder so, dann kann ich da jetzt nicht das kleine Mädchen sein, das rumheult oder so, sondern dann muss ich halt, dann ist es halt Business und das sind halt viele um mich herum, die Erwartungen an mich haben, auch viele Männer, die das drauf haben und du willst ja dann auch mit denen konkurrieren, auf demselben Level sein und dann musst du schon dich auch zusammenreißen und in gewisser Weise erwachsen sein und auch, wie oft man auch irgendwie mit den Verhandlungen sitzt und dann erklärt, ja, warum man vielleicht das gut drauf hat oder so, da muss man dann schon halt auch Eier haben quasi. Du hast dieses Jahr den Comedy-Preis, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, den Comedy-Preis zum deutschen Nachwuchstalent gewonnen. Habe ich das richtig formuliert? Yes. Hat das was mit dir gemacht? Klar, ich habe mich schon sehr drüber gefreut, aber ich habe jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mich komplett anders gefühlt habe danach. Also es war halt cool, aber ich bin jetzt auch keine andere Person. Ja, Kelly, wenn wir von Erwachsensein und Verantwortung sprechen, die Followerzahl, die man oft sieht, ist ja wirklich nur eine Zahl in einer App.
Und wenn man dann diese Menschen leibhaftig trifft, merkt man ganz oft, oh, das sind ja wirklich Leute, die einem zuschauen, die einen mögen, die viel über einen wissen. Was macht das mit dir? Also, das berührt mich schon sehr emotional, weil ich glaube, selbst durch einen Kommentar kommt das nicht so krass rüber, wie wenn dir jemand wirklich in die Augen guckt und sowas sagt wie, ey, du hast echt meine Kindheit geprägt oder wow, als ich Teenager war und es mir irgendwie, ich traurig war, habe ich immer deine Videos geguckt und so. Das ist halt, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Es ist auch so ein bisschen, man glaubt das auch irgendwie nicht. Man denkt so, ich, die übertreiben was. Das sagen die nur, weil die mich jetzt getroffen haben oder so. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist einfach eine viel zu große Emotion, um sie wirklich so realistisch verinnerlichen zu können. Ja, ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Jodie, bist du erwachsen? Mhm. ja, also für mich ist Erwachsensein nicht so was Negatives, so was Bürokram-mäßiges. Man muss so Pflichten erfüllen. Für mich ist Erwachsensein Freiheit haben. Absolut. Und deswegen Absolut. Ist für mich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich erwachsen bin. Das war, als ich in meiner eigenen Wohnung war, als ich niemandem sagen musste, wo ich hingehe, wenn ich einfach rausgehe, als ich gemerkt habe, ich habe hier meine Kreditkarte und kann davon zahlen, was ich möchte. Ich muss niemanden dafür fragen. So, das ist so für mich dieses Erwachsensein, eher als dass ich denke, ja, Erwachsensein ist so negativ. Ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast. Und wenn wir davon reden, dass Erwachsensein bedeutet, Freiheiten zu haben, dann geht es ja auch ganz oft um die Abnabelung von zu Hause. Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema, denn es geht um Freunde und Familie. Da haben wir auch wieder einen Clip aus der Show The Wilds vorbereitet. Den schaue ich mir sehr gerne mit euch allen zusammen an. Und dann quatschen wir darüber. Ja, Schwestern. Manche werden mit einer geboren. Ich habe sie mir ausgesucht. Familie, Freunde. Ist Familie die Mannschaft, die man sich selber nicht aussuchen kann, Maria? Die Mannschaft? Ja, was sind, ist Familie die Freunde, die man sich nicht selber aussuchen kann, die Mitmenschen? Ja, auf jeden Fall. Also kann man sich nicht aussuchen, das stimmt. Ich habe keine Schwester, ich bin Einzelkind. Ich bin halt eigentlich nur mit meiner Mutter zusammen aufgewachsen. Ich habe eine ganz tolle Mutter. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das jetzt, magst du noch mal die Frage noch mal ein bisschen ausschmücken vielleicht? Es ging mir viel mehr darum, ich kann die Frage auch gerne mal an dich weitergeben, Kelly. Was ist denn, wenn die Familie die Freunde sind, die man sich nicht aussuchen kann und da klappt es einfach nicht mit jemandem? Da funktioniert es nicht. Wenn die Familie dich blockiert, dass du der Mensch wirst, der du gerne wärst. Also ich hatte das zum Glück nie. Meine Familie war immer sehr, sehr supportive. Ich verstehe mich mit allen super gut, zum Glück. Ich habe aber viele, viele, viele Freunde, wo das tatsächlich genau das Gegenteil ist. Mhm. Und von denen habe ich einfach wirklich nur mitbekommen, die mussten halt die Zeit, in der sie noch abhängig von ihrer Familie waren, wirklich schweren Herzens einfach überwinden. Es ist, wie es ist und dann mit 18 so schnell wie möglich abhauen, irgendwie alles geben, so viele Jobs machen, wie es halt nötig ist, um alleine klarzukommen. Und das ist auch keine schlimme Sache und ich finde, da muss man sich auch gar nicht schlecht fühlen. Und ich habe viel mit diesen Freunden, die ich habe, darüber geredet, weil es gibt halt auch einfach Freunde und Menschen, die du dir als deine Familie aussuchen kannst und die auch gerne Teil von deiner Familie werden. Ja. Die man einfach mit der Zeit findet. Und das ist absolut gleichwertig, finde ich, wie eine Blutsverwandtschaft. Ja, ja. Ich würde vorschlagen, wir hören mal in die nächste Voicemail rein. Und an die Community kann ich auch wieder nur sehr gerne abgeben. Schreibt uns eure Kommentare zu dem Thema gerne unten rein. Und wir hören jetzt mal, was die nächste Sprachnachricht sagt. Meine Freundinnen bekommen viel mehr Aufmerksamkeit von den Jungs als ich und deshalb fühle ich mich oft nicht so hübsch und habe auch nicht so ein Selbstbewusstsein wie sie. Wie kann ich das ändern? Lea,
Eine Frau zu sein ist das andere, eine Frau in Kombination mit der Männerwelt zu sein, wenn man heterosexuell ist, ist wiederum eine andere Geschichte. Wie ist das denn so mit der Aufmerksamkeit der Jungs? Also da bei dem Audio spielt das natürlich wieder sehr auf dieses Thema Self-Love, sich selbst zu akzeptieren. Und ich glaube, dass sie vielleicht selbst gar nicht wahrnimmt, dass sie vielleicht auch von Jungs respektiert wird und eher so vielleicht auf Sachen bei der Freundin achtet, auf die sie eifersüchtig ist, die sie denkt, die sie nicht hat. Aber dabei sollte sie vielleicht viel mehr darauf achten, was sie hat und das an sich zu schätzen müssen. Und ja. Sie weiß wahrscheinlich selber gar nicht, wie viel Beachtung sie auch bekommt. Und genau. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt mal einen Kommentar an, der geschrieben wurde von der Community. Mhm. Also alle aufpassen und mitlesen. Okay. Dann, Jody, möchte ich vorher nochmal deine Meinung wissen. Mit den Jungs in Kombination, weil ganz oft fühlen wir uns ja gut in unserer Haut und alles ist in Ordnung. Und dann auf einmal tritt der Mann in unser Leben und hat uns in der Hand quasi. Ja, das kennen wir alle sehr gut, glaube ich. Ich glaube, der erste Fehler, den man da macht, der Sprachnachricht zum Beispiel, die sie nicht machen sollte, ist, sich daran zu definieren, wie viel Aufmerksamkeit man von irgendwem bekommt. Das ist nicht der Wert, der man ist. Man ist mehr als irgendwelche Jungsgeschichten oder Mädelsgeschichten oder was Leute von einem halten. Ja. Wenn man da anfängt, anders zu denken. Recht hast du. Geht's schon ein bisschen weiter. Aber manchmal ist es so schwer, weißt du, wenn du am Ende des Tages ein verliebtes Mädchen bist und da ist jemand, den du so unfassbar gerne hast und der kommt und der sagt dir irgendwas, was du gar nicht möchtest. Aber wenn du dich selbst mehr liebst als die andere Person, dann kannst du dich nur halb so wehtun. Das sehe ich genauso. Ich weiß gar nicht. Regie, haben wir jetzt den Kommentar aus der Community schon soweit? Dann lesen wir uns den mal durch. Mhm. Alright. Lea, wie wichtig ist dir der Rückhalt von deiner Familie? Also sehr wichtig, weil ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich verstehe mich super mit meinen Eltern, mit meiner Mom. Meine Mom ist so gut wie auch meine beste Freundin, kann man so sagen. Ich kann ja alles erzählen und einfach dieser Support von der Familie im Rückhalt zu haben, auch so die Selbstwertgefühle und dein eigenes Selbstbewusstsein. Und das ist auch schon sehr bedeutsam und glaube ich, verschafft auch sehr viel Selbstbewusstsein. Also dadurch kriegt man sehr viel Selbstbewusstsein geschenkt, was man vielleicht so von alleine nicht hat. Absolut, absolut. Konntest du mit deiner Mutter auch immer darüber sprechen, wenn du zum Beispiel Liebeskummer hattest oder wenn es sich gerade auch mal um ein Thema gedreht hat, was vielleicht nicht so angenehm war? Ja, auf jeden Fall immer. Also meine Mom, der kann ich halt alles anvertrauen, mit der kann ich über alles reden. Und da fühle ich mich am besten aufgehoben, wenn ich ihr sowas erzähle, als irgendjemand anderen. Weil ich hatte schon sehr viele schlechte Erfahrungen mit Fake Friends und deswegen lasse ich mich da lieber auf meine Mom ein, als dann noch auf irgendeine Freundin. Also klar erzähle ich meinen Freunden auch viel. Ja. Meine Mom ist irgendwie noch enger stehend als viele meiner Freunde. Der stärkste Fels in der Brandung. Ja, genau. Das war ein sehr schönes Wort und ich würde vorschlagen, wir reden jetzt über das schönste Thema meiner Meinung nach, aber auch das verletzendste Thema, nämlich Liebe und Beziehung und vor allen Dingen Liebeskummer. Und dazu gibt es auch wieder einen ganz interessanten Clip aus The Wilds. Wer so naiv ist und dir sagt, krieg dich unter Kontrolle, soll mal probieren, jung und ängstlich und verliebt zu sein. Kontrolle ist nicht leicht. Kontrolle ist bloß Einbildung. Ja, Kontrolle ist bloß Einbildung. Kelly, wie wichtig ist es, die Kontrolle in einer Beziehung über sich selber oder über die Beziehung zu behalten? Also ich glaube, man kann so richtig wirklich nur sich selbst kontrollieren. Also irgendwas, was von außen auf einen einprescht, zu versuchen zu kontrollieren, damit macht man sich, glaube ich, mehr Stress, als dass man sich Gutes damit tut.
Ich wollte nur aber auch noch mal sagen, ich finde es so krass, weil ich dachte, diese Serie The Wilds, ich dachte, ich kann mich da eigentlich gar nicht mehr mit identifizieren, weil das Teenager-Dasein für mich schon ein bisschen länger her ist. Aber wie man ja jetzt auch zum Beispiel an der Reaktion von den Ermittlern gesehen hat oder von dem Psychologen, ist halt, jeder kennt das. So, sie beschreibt das und alle so, ich erinnere mich noch ganz genau daran, was damals passiert ist. Ja. Und ich finde es krass, weil dieses Gefühl ändert sich auch nicht wirklich. Es ändert sich nur, wie man selbst damit umgeht. Und ich glaube, das heißt auch ein bisschen Kontrolle und Erwartungen oder sowas auch abzugeben oder dann ein bisschen flexibler zu sein einfach und im ganzen Spielraum zu lassen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Maria, in der Serie geht es unter anderem ja auch darum, dass man, dass zum Beispiel um das Alter ein bisschen gemogelt wurde. Sie ist gerade erst 17 geworden, dabei hat sie ihm gesagt, sie sei schon 18 und da er deutlich älter war, gab das auch so ein kleines Kuddelmuddel. Was macht es verliebt sein mit einem? Was macht es mit einem, wenn man so unsterblich verliebt ist, dass man manchmal all seine eigenen Prioritäten nach hinten wirft? Ja, also ich hatte das auf jeden Fall auch schon mal, dass ich auch schon mal mit meinem Alter gelogen habe. Aber da war ich halt wirklich jung. Wie alt war er? Keine Ahnung. Dürfen wir das reden? Wahrscheinlich strafbar. Du kannst dich immer geschützt abgeben. Nee, aber mittlerweile, wenn ich jemanden kennenlerne, dann bin ich da auch. Also ich habe keine Faces oder so darüber. Also ich zeige mich wirklich so, wie ich bin. Und ich fange auch sehr früh anzufangen, in der Beziehung oder in der Kennenlernphase eben halt mein wahres Ich zu zeigen. Und sei es auch mal ungeduscht zu sein oder zu furzen oder so. Ich kenne da wirklich keine Scham. Und ich denke mir, er soll lieber vorher wissen, worauf er sich einlässt, als dann eine Überraschung zu bekommen, wenn man dann länger zusammen ist. Also ich finde, man sollte schon immer mit offenen Karten spielen. Okay, super. So viel dazu. Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt wieder mal eine Voicemail an aus der Community. Und genauso wie ich das eben ein paar Mal gesagt habe, liebe Community, auch dazu freue ich mich riesig, ein paar Kommentare zu lesen oder Feedback zu hören. Und jetzt hören wir einmal rein, was der oder die Nächste zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, durch die Corona-Zeit manche Freunde echt komplett verloren zu haben und fühle mich total einsam. Und die Corona-Beschränkungen werden auch irgendwie nur schlimmer. Wie löst ihr das denn eigentlich für euch im Moment so? Jodie, wie lösen wir das im Moment jetzt? Wen vermisst du? Gibt es irgendjemanden, den du unfassbar gerne sehen möchtest, den du wirklich vermisst? Kelly, ja, wirklich. Kelly habe ich so wenig gesehen. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut befreundet, würde ich schon fast sagen, Kelly. Ja. Ne? Ich und ich war. Und wir haben uns so wenig gesehen in dieser Corona-Zeit. Das war sehr traurig. Aber ab und zu haben wir es trotzdem auch geschafft. Und mein großes Glück ist, dass ich von Anfang an Corona zwei sehr enge Freunde an meiner Seite hatte, die ich einfach Social Distancing-mäßig nur noch die beiden gesehen habe. Und damit habe ich es ganz gut ausgehalten. Ich habe viel telefoniert mit meiner Mutter, mit meiner Oma ab und zu sogar, was ich sonst nie gemacht habe. Bin spazieren gegangen mit meiner Tante, so um die Familie so ein bisschen. Und alles andere, ich weiß nicht, gerade bei Freundschaften finde ich, wenn es eine echte Freundschaft ist, wenn es eine gute, richtige Freundschaft ist, dann weiß man, dass die Leute da sind und ist trotzdem nicht einsam, auch wenn man sich nicht sieht. Also was ich immer versuche, ist trotz dieser ganzen Vorschriften, die ich sehr, sehr ernst nehme, mir ist es schon sehr wichtig, dass ich zwischendurch immer mal mit einer Freundin einen Kaffee trinke. Das ist mir unfassbar wichtig, weil ansonsten habe ich das Gefühl, ich kriege irgendwann eine psychische Erkrankung. Ja. Lea, wie ist das bei dir? Gibt es so ein, zwei Menschen, auf die du auf gar keinen Fall verzichten kannst in der Krise? Also ich habe mich auch ich konnte auch meine Freunde, es hat super funktioniert, sich auch mal Social Distancing mit seinen Freunden zu treffen, mit seinen engsten Freunden, mit der einen oder mit den zweien. Und ich habe aber sogar über Corona neue Freunde dazu kennengelernt. Eine, die mir besonders über die Corona-Zeit sehr ins Herz gewachsen ist und wir uns gefühlt seit Corona irgendwie jeden Tag irgendwie voll labern und wir gemerkt haben, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und wir eigentlich relativ, also nicht sehr weit weg wohnen, aber wir wohnen schon relativ weit auseinander und das ist so krass, dann man diskutiert über Themen, über die man sonst nie diskutiert hat und dadurch hat Corona hat mir auch Freunde so gesagt geschenkt, also nicht nur
Einsamkeit Wow. geschenkt. Also klar war man auch viel alleine, aber ich habe auch sehr viele neue Freunde dieses Jahr kennengelernt, die ich vielleicht, Wow. glaube ich, so vielleicht nicht kennengelernt hätte, weil, ja. Ich finde auch, ich habe mich zum Beispiel viel mehr mit meiner Community auseinandergesetzt und auch einfach mal mit fremden Leuten, also mit den Leuten aus meiner Community geschrieben. Und das war so eine unfassbare Bereicherung. Wir schauen mal in einen Zuschauerkommentar, was der uns so schildert. Sehr gutes Thema, sehr aktuelles Thema. Jody, Catcalling, das ist ja ein Begriff. Mhm. Ja. Ja. Soll ich das jetzt erklären, was das ist, oder was, nein, soll ich die Frage beantworten? Was ist deine allgemeine Haltung dazu? Oder wie würdest du mit einer anderen Frau sprechen, die darunter leidet oder der das schon des Öfteren widerfahren ist? Ich meine, kaum eine Frau kann sich davon ja noch freisprechen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, da können wir uns alle nicht irgendwie drum drücken. Das wird jedem irgendwie früher oder später mal passieren in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ich finde, das ist einfach, wenn die Situation, in der man so gecatcalled wird, nicht gefährlich ist, wenn man nicht bedroht wird, dann sollte man es einfach so gut es geht ignorieren, weil man kann die Menschen nicht, man wird die mit einem Spruch oder was auch immer nicht ändern, man wird deren Meinung nicht ändern, das ist nicht unsere Aufgabe, nicht meine Verantwortung. Ich muss einfach nur gucken, dass es für mich oder für die Leute in meiner Umgebung nicht gefährlich wird. Wenn das nicht der Fall ist, ich würde einfach weitergehen. Klar, man kann auch einen blöden Spruch einfach zurückdrücken, um sein eigenes Ego wieder ein bisschen zu pushen, so, aber im Endeffekt sich da Hoffnung zu machen, dass man irgendwas verändern kann in dem Moment, glaube ich nicht. Und ansonsten einfach andersrum die Kinder gut erziehen, sowas niemals zu machen. Wenn das jeder machen würde, dann wäre die nächste Generation ein Problem, weil weniger, ja. Ja, Maria, hast du das manchmal das Gefühl, weil du mit Comedy, also mit lustig sein, dein Geld verdienst? Gab es da schon mal die Situation, dass der ein oder andere Kerl gedacht hat, er könnte ein bisschen grenzüberschreitender werden, weil du ja eh immer alles ganz ulkig findest und du kannst ja gar nichts ernst nehmen? Wie sieht das aus? Ja, ich glaube schon, dass bei mir manchmal die Leute dann so ein bisschen, Grenzen auch überschreiten, also auch so nach dem Auftritt oder so, dass ich dann, keine Ahnung, dass man dann auch mal so ein bisschen angefasst wird oder so. Oder beim Fotos machen, wo ich dann denke, eigentlich möchte ich, klar, wir können ein Foto machen, aber bitte fass mich halt nicht dabei so an. Also ist das dann irgendwie auch unangenehm. Ja. Oder wenn die dann noch, wenn man halt erzählt, dass man datet oder so, dann denken halt viele, okay, ja, das heißt, ich möchte auch die alle daten. Oder dass die dann denken, weil ich Witze, in meinem Comedy-Programm über Dickpics rede, die ich geschickt bekommen habe und das mit Humor quasi beleuchte, denken die halt, dass ich das halt so toll und lustig finde, dass sie mir halt dann Dickpics schicken können. Oder also es sind halt so solche Sachen. Ja, Kelly, was sagst du? Ist dir das schon mal passiert, dass irgendjemand dir zu nahe gekommen ist, dass ein Mann die Distanz außer Acht gelassen hat dir gegenüber? Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal passiert in der Vergangenheit und ich bin damit immer umgegangen wie Jody, vor allem wenn ich alleine war, dass man einfach wirklich das ignoriert und weitergeht, weil man weiß nie, sind es vielleicht jetzt auch irgendwie betrunkene Personen oder so, man weiß halt nie, ob man wirklich sicher ist und am besten auch immer so einen Rape-Alarm dabei haben, die sind super, so wenn man sowas in der Tasche hat, da fühlt man sich auch ein bisschen sicherer, aber ja, oder wenn es wirklich so eine kritische Situation wird, einfach ganz klar sagen, so ey, ich fühle mich sehr belästigt davon, gerade wenn irgendwie Personen betrunken sind und dann anfangen, dir näher zu kommen und es vielleicht gar nicht mehr so richtig einschätzen können. Vielleicht, ich denke, viele verlieren auch schnell das Verständnis dafür, was für einen selbst unangenehm ist und dass man versucht, einfach ganz, ganz normal und ganz cool zu sagen, ey, alles cool, aber ganz ehrlich, mir ist es super unangenehm gerade. Ich fühle mich ein bisschen belästigt. Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Ja. Lasst mich bitte in Ruhe. Und ich, da wird schon die meisten hoffentlich würden dann sagen, oh shit, ey, jetzt bin ich echt zu weit gegangen. Ja. Das ist ein sehr schönes, das ist ein sehr schöner Abschluss. Und ich möchte noch mal gerne, bevor ich mich von euch verabschiede, noch mal, weil das ein sehr wichtiges Thema auch, glaube ich, ist, gerade in der Zeit, in der wir stecken, noch mal daran erinnern. Ich glaube, eines der mit Sicherheit schwierigsten Lektionen oder eines der schwierigsten Worte, die es gibt zu lernen, auszusprechen, ist das Wort Nein.
und sich unangebracht anquatschen zu lassen oder anfassen zu lassen, ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, zu lernen, zu sagen, ich möchte das nicht. Das ist nicht in Ordnung und nimm deine Hände weg oder halt die Klappe. Und ich glaube, dass wenn das mehr trainiert wird und wenn man keine Scheu mehr davon hat, das wirklich laut und deutlich zu sagen, dann kann man eventuell auch dem Ganzen so ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass es hoffentlich eines Tages ein bisschen weniger wird. Ihr Lieben, ich danke euch so sehr. Es war so eine schöne Runde. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit, für die Offenheit, an alle, die mitkommentiert haben, an alle, die Voicemails geschickt haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr so aktiv mit dabei gewesen seid. Habt eine sehr schöne Weihnachtszeit, einen gesunden und guten Rutsch ins neue Jahr. Safe allein zu Hause, es macht nämlich gar nichts. Und euch eine ganz tolle Zeit. Und dann bis bald hier wieder bei Prime Video. Mua. Habt's ganz fein. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Tschüss, ihr Hunde. Danke. Ciao. Ciao.